Darüber ist auch kein Problem. Da auch nicht. Ist klar. Da ist eine geile unsichtbare Plattform. Ich finde unsichtbare Plattform einfach geil. So, wir kommen zurück zu Bowser's Revenge. Und ja, ich habe den so ziemlich schwierigst verstecktesten Stern ever gefunden. Gott sei Dank, ich wollte es nämlich ohne nachsehen. Ich habe da jetzt lange Zeit rumgedüftelt, wo der sein könnte. Und ernsthaft, wie kommt man da drauf? Das war reiner Zufall, dass ich diesen Stern gefunden habe. Und somit können wir auch diesen Part höchstwahrscheinlich das Let's Play abschließen. Ich weiß ja noch nicht, wie sich das ausgeht. Aber ja, auf jeden Fall werden wir jetzt in Welt 15 gehen. Mal sehen, wie lange Welt 15 dauern wird. Wenn es nicht allzu lange dauert, wird das der letzte Part sein. Aber ernsthaft, ich bin da eine halbe Stunde oder eine Stunde dran gesessen. Ich dachte mir, es gibt nur drei Geheimwelten und jeder war ein Stern mehr. Alter, wie kommt man da bitte drauf? So, jetzt... Warte! Ernsthaft? Und die Parenzel. Und was mache ich hier? Gar nichts mehr, kann ich mir nur noch umbringen. Geile Sache mal. Ah ja, das war ein sehr guter Anfang, muss ich sagen. Dein Ende, okay, Welt 15 heißt dein Ende. Okay, ist klar. Okay, bis dahin jetzt noch kein Problem. Darüber ist auch kein Problem. Da auch nicht. Ist klar. Da ist eine geile unsichtbare Plattform. Ich finde unsichtbare Plattform einfach geil. Ja, ich sage mal, der Stern war kein Problem. Hin und her, sehr gut, ich habe nicht ein Safe gesetzt. Den durfte ich auch. Das Geisterschiff hat drei Sterne. Da werde ich mir die Safes natürlich ein bisschen aufsparen. Ja, hier auf der Reise da sollte eigentlich nichts schief gehen. Von dem her werde ich hier kein Safe setzen. Wo ist das Feuer? Sehr schön. Da kommt kein Feuer mehr. Okay. Ist klar, Feuer ist klar. Ist natürlich die Frage, wo muss ich hin? Da, also warte mal, Geisterschiff ist da drüben. Was mache ich eigentlich? Theoretisch brauche ich ja das gar nicht, da ich ja da hoch kann. Und einfach so skillig meinen ersten Safe setze. Ernsthaft? Ernsthaft? Das Geisterschiff ist klar. Ist natürlich unsichtbar. Ja, so ungefähr hatte ich mir das gedacht. Und der 100. Stern. Ein Safety wurde gebraucht.
Ich habe bei 3 Sternen, da habe ich 2 bis 3 Sätzen oder so. Das heißt ja wenig bis gar keine, also ja, sei mal 2, 3, sowas darf ich da setzen. Fahrt ins Ungewisse. Das wird jetzt wahrscheinlich, what the fuck, machen wir jetzt ein bisschen skillig. Die, ja, die andere Fahrt hier sein, also der andere Teppich. Wird auch kein Problem. Wird schon nicht schief gehen. Wo ist das Feuer? Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Wieder ein Volltreffer. Da kommen auf jeden Fall die 8 roten Münzen hin. Das wird ein Spaß. Da kommt richtig Vorfreude auf. Dann Fahrt ins Ungewisse hat auch 3. Ja, setzen wir hier mal den ersten. Ja. So. Dann, ja, fahren wir ins Haus. Achso, Fahrt ins Ungewisse deshalb, weil man den Regenbogenpfad da nicht zieht, höchstwahrscheinlich. Aber das ist kein Problem, ich kenne ja den Weg noch auswendig. Da kommt jetzt gleich höchstwahrscheinlich irgendwo Feuer, wenn er es nicht weggetan hat. Ja, immer noch schön da. Kein Problem. Auch wenn ich solche Teppiche hasse. Oh, jetzt kommt das. Das ist auch noch unsichtbar, ernsthaft. Da ist es. Teppich. Teppich. So. Okay. Kamerawechsel. So, hier noch einen einzigen, muss reichen. Und da oben sollte jetzt irgendwo natürlich ein Stern sein. Oder ein Jack hier. Ernsthaft, das geht doch weiter. Hä? Warte mal, ich entferne mal den Jack hier und dann sehe ich ihn. Das ist dein Ernst. Und für was ist die Box hier? Ich hab eine Idee. Da kommt dann eine Flugbox her und also eine Flugkappe her und ich muss das durch die ganzen Ringe durchfliegen. Perfekt. Klappt ja sogar ohne Safe State beim ersten Versuch. Die Fahrt ins Ungewisse. So, da muss ich jetzt höchstwahrscheinlich nochmal hoch. Hoffentlich darf ich da mehr Safes setzen. Unter Zeitdruck. Das wird vielleicht dieser Weg sein. Bist du, Alter. Komplett mit der Richtung verschätzt irgendwie. Dein Ernst? Dein Ernst, ja. Ist klar, ist klar. Was haben wir hier? 3 Sterne? Ja. Da werden Safes gebraucht. Ja, sobald ich auf dem Schalter bin, fick dich. Fick dich. Das ist doch nicht dein Ernst.
Müsste wohl kein Safe setzen, um auf eine einzelne Box zu kommen. Wie unfähig. Na komm. Wow, 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 nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Warte, geht sich das nicht aus? Hier gleich. Geht sich doch leicht aus. So. Perfekt. Genau so. So, unter Zeitdruck hat eine nur einen Safety wirklich gebraucht. Und den eigentlich auch nicht wirklich. Die 8 Himmelsmünzen. What the f... Schreck mich. Aber netterweise starte ich gleich hier oben. Ja, okay, die Münze war kein Problem. Das kann ich noch nicht machen. Ah, hier ist noch eine. Jeder Seite von Dach 1? Nee, nur auf den beiden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, der Schalter möchte, macht natürlich immer noch dasselbe. Ist der überhaupt noch ein Stern? Ja, der ist immer noch da. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich da runter? Oder kann ich mich gleich irgendwo da wirr einfach runterstürzen? Da drüben sehe ich ein paar Münzen. Wir probieren es einfach. Ja. Da oben ist eine Münze. Wir sagen, noch drei Münzen machen wir mal den ersten Safety. Ich weiß ja warum. So habe ich das früher immer gemacht. Ich noch nicht wusste, dass sich das von der Stange auch ausgeht, aber jetzt reicht's. Machen wir das von der Stange, da geht's viel einfacher. Denkste. Ist auf dem Geisterschiff ist keine. Aber da oben ist eine. Und dem gehen wir da nach oben. Sammeln die vierte Münze und wagen einen Todessprung da nach unten. Nur mit Bedacht. Da ist eine Plattform. So, und da ist ein Teppich und da ist die Coin. Da drüben sind Münzen. Da drüben ist auch eine Münze. Da kommt hoffentlich kein Feuer. Danke sehr. Wow, das sah näher aus, als es in Wirklichkeit war. Da muss ich höchstwahrscheinlich mit drei Sprung drüber. Boah, skillig. Ist hier irgendwo noch eine Münze? Eine ist noch da drüben, die hole ich mir mal. Die weiß ich wenigstens.
Und wie geht's von hier wieder zurück? So nicht. Ernsthaft, wie komme ich zurück, wenn ich die Münze habe? Ich würde das gern wissen. Das geht sich ja von der Zeit her mal sehr schwierig aus. Ist klar. Ja, was hilft mir das hier unten? Ich bin im Großen nichts und ja, auf den alten Plattformen, auf denen ich mich nicht auskenne. Dein Ernst, Alter. Okay, wir beenden das Ganze dann höchstwahrscheinlich erst doch im nächsten Part. Denn diese Coins, das ist doch nicht dein Ernst. Das könnte sich ernsthaft knapp ausgehen. Ernsthaft, da muss aber wirklich alles sitzen. Da muss alles perfekt sitzen. Bei dem, was ich da gerade machen will. Was machst du da, Mario? Das ist nicht das, was ich machen will. Nein! Das hätte beinahe jetzt funktioniert. Hoppala. So, jetzt die letzte Münze ausfindig machen. Das wäre schön zu wissen, wo die ist. Warte mal. Nicht, dass ich die irgendwo im Schloss vergessen habe. Aber es sieht ganz danach aus, denn sie ist hier nirgends. Schlimm wäre es, wenn sie jetzt nicht im Schloss wäre. Denn dann habe ich überhaupt keinen Plan, wo sie ist. Da oben ist sie auch nicht. Gott sei Dank habe ich Safies. So, wenn es jetzt nicht hier drin ist,
Was auch nicht der Fall ist, dann habe ich nämlich keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Jetzt bin ich ratlos. Okay, ich suche noch das Labyrinth dort ab. Da war ja eigentlich bis jetzt gar nichts. Also hier ist immer noch der Wind und da ist Scheiße. Ich habe die letzte Münze gesehen. Bin natürlich wieder den ganzen Weg umsonst da hochgefahren, aber egal. Wir seilen uns wieder gekonnt ab. Das kann Marius so gut. Und jetzt noch irgendwie lebendig dorthin kommen, wo der Stern ist. Das wäre jetzt noch ein Ziel von mir. Obwohl eigentlich kein Problem, da ja der Lift da ist, also Lift, der Teppich hier, der fliegende, der mir sowieso schon immer auf die Nerven ging. Perfekt. Aber ich glaube, den einen Stern machen wir noch, wenn ich, aber nur wenn ich da oben starte. Ich fliege die 10 Ringe, dein Ernst? Danke. Das finde ich auch das Mindeste, dass ich hier oben starte. Das war die 1. Das war die 2. Das wäre die 3 gewesen. Das war die 3. Hier ist die 4. Wo? Da vorne ist die 5. Die 6. Die 7. Dein Ernst? Die 8. Jetzt ist die Frage, welche fehlen mir noch? Der da unten fehlt mir noch. Der nicht. Aber der hier. Die 9. Jetzt die Frage. Den ersten Safe hier setzen. Gute Position für den ersten Safe. Bin gerade gestorben. Irgendwo weiter unten. Oder habe ich den irgendwo weiter oben vergessen? Sieht ganz so aus, als hätte ich den weiter oben irgendwo liegen gelassen. Na, habe ich den schon? Der ist es! Da ist die 10. Jetzt ist die Frage, ja, die Flugkappe hält nicht. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Da geht sich das aus. Ja, perfekt, perfekt. Alles klappt wunderbar. Mit alles mit nur einem Safety, wo ich 5 hätte setzen dürfen. Ja, da war ich sehr sparsam. Okay, jetzt habe ich halt einen zweiten, aber es geht eigentlich mit einem bis gar keinem eigentlich. Eigentlich ohne Probleme. Die 10 Ringe durchflogen. Ja, das war's für diesen Part. Im nächsten Part
gibt's Bowser. Zu Bowser kann man auch erst mit 100 Sternen rein, aber ich habe jetzt schon 104, aber ich habe mir das vorher angesehen. Also erst mit 100 Sterne geht die Tür auf. Hier haben wir noch ein Schild. Das hier ist das letzte Level. Hier wird dir jetzt noch einmal alles abverlangt. Da dieses Level jedoch etwas frusten kann, habe ich für eben diesen Fall einen Weg gemacht, der dich direkt zu Bowser führt. Allerdings kriegst du natürlich dann auch keinen letzten 105. Stern. Also überlegst dir, manchmal sieht es so aus, als wenn man etwas nicht schaffen könnte. Aber glaub mir, es geht. Ansehen werden wir uns das jetzt, aber machen erst im nächsten Part. Also das ist der Weg direkt zu Bowser, oder wie? Ah, okay, hier ist Bowser und der sehr geile Bowser-Kurs. Ich sehe irgendwas, eine Plattform oder so. Ja, und dann sei mal bis dann und wiedersehen. So, das war's mal wieder für diesen Part. Aber hier bei der Endcard links in grüner Schrift könnt ihr zum vorherigen Part, falls ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn natürlich unbedingt ansehen. Es geht gar nicht. Den vorherigen Part muss man einfach gesehen haben. Immer, egal bei welchem Video, bei welchem Let's Play. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ja, rechts in roter Schrift, falls schon der nächste Part da ist, könnt ihr gleich hier auf den Link klicken, um zum nächsten Part zu gelangen. Ja, ich bin einer von Team Drybones. You cannot kill what is already dead.